Das Jubiläum ist zugleich die Abschiedspartie. Zum 40. Mal treffen sich die besten Hochspringer beim traditionellen Meeting in Eberstadt, danach ist Schluss. Bei der letzten Auflage soll das traditionsreiche Hochsprung-Meeting in Eberstadt seinem renommierten Ruf noch einmal voll gerecht werden. Europameister Matthäus Pribeko hat sich für das Wochenende fest vorgenommen, den 34 Jahre alten deutschen Rekord von Carlo Trienhardt zu brechen. EM-Bronzemedaillengewinnerin Marie-Laurence Jungfleisch will in den Weinbergen bei Heilbronn zudem an ihre Bestleistung von 2 Metern herankommen. Ich bin sehr traurig, dass es Eberstadt künftig nicht mehr gibt, kommentierte sie das Meeting aus nach 39 Jahren. Am Samstag, 14.30 Uhr, sind ein letztes Mal die Frauen in Eberstadt dran, am Sonntag, 13.30 Uhr, die Männer mit Pribeko, der die 2,37 Meter von Trienhardt überbieten will. Ich spüre, der Rekord steckt in meinem Körper, sagte der 26-Jährige, der in Berlin vor 2 Wochen mit 2,35 Metern Überraschungseuropameister wurde. Die EM-Starter Eike Onnen, Hannover und Tobias Putti, München, sind die weiteren deutschen Starter. Pribeko und Jungfleisch könnten für ein seltenes Double sorgen, denn allein Ariane Friedrich, Frankfurt und Raoul Spank, Berlin, hatten 2010 für einen deutschen Doppelsieg in Eberstadt gesorgt. Jungfleisch im Duell gegen Demiriva und Valatigara, doch die Konkurrenz ist groß. Im Starterfeld der Frauen stehen erstmals 5 2-Meter-Springerinnen. Ich möchte bei meinem Lieblingsmeeting noch einmal gewinnen, sagte Jungfleisch, die hier schon 2015, 2016 und 2017 gewonnen hat. Zweimal davon mit ihrer Bestleistung von 2 Metern. Ihre härtesten Konkurrentinnen dürften Vize-Weltmeisterin Julia Levchenko, Ukraine, die EM-Zweite Mirella Demiriva, Bulgarien, und Elena Valatigara, Italien, sein. Valatigara ist mit einer Bestleistung von 2,02 Metern die Aufsteigerin der Saison. Nicht am Start ist die zweifache Weltmeisterin Maria Lasitskene, Russland, wegen zu hoher Startgeldforderungen. Die EM-8er Imke Onnen aus Hannover ist die zweite deutsche Starterin. Eine bewegende Geschichte ist das aus des weltbesten Hochsprung-Meetings in Eberstadt. Es ist das Lebenswerk von Peter Schramm. Sport im Dritten begleitet den 75-Jährigen bei der 40. und letzten Veranstaltung und erinnern uns mit ihm an Weltrekorde und kuriose Geschichten. Sonntag ab 21.45 Uhr im SWR-Fernsehen das letzte Kapitel einer langen Geschichte. 39 Jahre lang war Eberstadt das weltbeste Hochsprung-Meeting. Mit der 40. Auflage endet ein traditionsreiches und erfolgreiches Stück deutscher Leichtathletikgeschichte. Wir können das Meeting aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr fortführen, hatte Sportdirektor und Initiator Peter Schramm schon Anfang Juli angekündigt. 2 Weltrekorde, 4 Europarekorde und 16 Landesrekorde wurden in Eberstadt erzielt. Fast alle Olympiasieger, Welt- und Europameister waren hier am Start. Die Meeting-Rekorde halten Mutas Esabashi, Katar, 2014, mit 2,41 Metern und die Schwedin Kajsa Berg ist schon seit 2003 mit 2,06 Metern. Olympiasieger und Weltmeister Javier Sotomayor, Kuba, ging insgesamt 5-mal als Sieger vom Platz.